hat man zwar immer dieses gewisse Risiko, dass er einem den Rücken fällt und einen voll umlegt und dich dann lootet, weil du die bessere Ausrüstung hattest. Aber das ist halt das gewisse Risiko, dass man eingehen muss bei sowas. Boah, ich habe gerade fast ein Mikro verschluckt, weil mir das so nah am Mund hängt. Ich muss aber ein bisschen richten hier gerade. Ich glaube, jetzt ist der Ton auch etwas besser gelungen. Was war das jetzt? Jetzt lutscht hier gerade wieder irgendwas rum. Ist da hinten noch? Da ist auch noch. What the fuck? Sollte ich jetzt einfach mal Englisch mit ihm reden? Er wurde gesehen. Okay, jetzt legt ihn eh um. Der scheint gerade erst gespawnt zu sein. Irgendwie, ich glaube, der war noch nicht lange hier. Boah, Leute, müsst ihr mich denn nur so erschrecken, ey. Überlebender 23 Meter. Sitch. Ach, das ist er. Habe ich nicht irgendwie. Okay. Wo ist er denn jetzt hin? Der ist wahrscheinlich voll ins Lagerhaus abgehauen, wa? Ich denke mal, der hat jetzt erstmal einen Abstecher ins Lagerhaus gemacht. Siege Engine! Super, okay, er ist wieder tot. Toll. Dem hätte ich jetzt schöne gemeinsame Gruppe machen können. Nach da oben muss ich auf jeden Fall noch, weil das sieht mir gut aus. Warum geht der Zombie da so ab? Ja, yeah, der Hartschaffler. Oh ja, der schaffelt richtig. Der geht richtig ab da oben. Jetzt hat er sich weggeschaffelt. Jetzt steht er hinter mir. Steht denn da auf der Straße? Kaputte Brumselbrumm. Mhm. Weil in so einem Hallen, also in so einem Hallen, in so einem Gebäude, in so einem Bauerngebäude findet man eigentlich immer ziemlich gute Waffen. Ich mal überlegen, check ich erst das da oben aus, oder? Ja, ich check erst das da oben aus. Check erst das da oben aus. Habe ich zur Not Bewaffnung. Ich weiß ja nicht, was da drin hockt. Okay, aber ich glaube, Siege Engine war nicht so der Pro in dem Spiel. Der stirbt ja ein paar Mal öfter. Ist das ein Hüpfzombie da oder was ist das? Das ist ein Zickenbock. Da ist der Schaffel wieder ein Hüpfzombie. Vorsicht, verdammt, wer ruft denn jetzt an? Leck mich am Arsch. Mann, klingelt ja unser Telefon, das gibt's nicht. So ein Mist aber auch.
voll erschrocken, als das Telefon geklingelt hat. Voll aus der Konzentration gerissen hier. Hier ist ein bisschen mehr los. Kenne ich gar nicht die Nummer. Dann ist es nicht für mich, gut. Ja, aber nochmal zum Thema zurück. Siege Engine, der hätte uns, glaube ich, hätten wir uns mit dem zusammengeschlossen, wäre der zu einer ziemlich großen Gefahr geworden. Oh, die ernähren sich da gerade von ihm. Okay, ich glaube, da haben sie ihn umgelegt. Das heißt, ich werde mal geschickt hier durch die Mitte durch. Im Zickenbock vorbei. Scheint ja zu schmecken, wa Männer? Ich hätte Siege Engine jetzt auch noch das Leben retten können. Wenn ich ihn schreien höre, dann... Ach, ich dachte gerade, da ist gerade ein Hüpfzombie losgesprintet. Eine Mischung aus Hüpfen und Sprinten. Sprünften! Nee, das ist doof. Hier war ich schon mal. Ne? Ja. Hier war ich schon mal. Ich erinnere mich. Hier war ich wirklich schon mal. Das war wegen hier Brot und so. Nein. Ich weiß gar nicht, warum war ich denn hier? Da kamen mir auf jeden Fall von da drei Zombies entgegen. Da, wo ich jetzt hingucke. Da, na, da zwischen der Mauer. Drei Zombies entgegen. Da musste ich irgendwie zurück und hinter mir kam noch ein Hüpfzombie. Da war das übel dramatisch. Da musste ich mich also übel mit einer Taktik durchschleichen. Und es hat funktioniert. So, da sind die, die sich jetzt ohne ernähren. Ja, da liegt er. Was ist da? Der erzählt seine neuen Geschichten. Okay, ich glaube mal... Doch, das Lagerhaus hat eine gute Größe. Okay, hier sterben gerade andauernd Leute. Was ist hier los? Was ist da? Ach, ein Hüpfender. Ich dachte gerade, das ist wieder irgendein Tier oder so. Ja, die Aufnahmen ziehen sich durch meine Pussy-Vorgehensweise ein bisschen in die Länge, das weiß ich. Ständiges Kriechen und so, aber... Better safe than sorry. Vorsicht ist besser als Nachsicht, ne? Deswegen, ich will es jetzt nicht drauf anlegen. Okay. Die gucken einfach nur ein bisschen doof rein. Hoffentlich finde ich jetzt ein bisschen was. Irgendwie ein Bauernbier oder so. Ja, so ein Weizengebräu. Einen schönen, starken, schwarzen. Also jetzt Kaffee. Nicht irgendwie rassistisch denken jetzt, ne? Da oben rauf, da mit einer Sniper oder da oben rauf. Kann man da nicht hoch? Doch, da kann man hoch. Nee, da kann man nicht hoch. Oder? Ich weiß gar nicht. Kann man da hoch? Wenn man da oben hoch könnte, dann würde der schon gut abgehen. Wenn man jetzt mal so vergleicht, DayZ und Dead Island, ist da eigentlich schon ein ziemlich großer Unterschied. Bei DayZ geht es ja darum, Ausrüstung zu finden und sich zu, und halt zu überleben. Darum geht es ja im Prinzip bei Dead Island auch nur, du verspürst nicht den Hunger und du verspürst nicht den Durst, den man halt hier mit der Zeit verspürt. Oh, mein Rücken tut gerade weh. Bei DayZ geht es darum, taktisch vorzurücken und Nahrung und so zu finden. Und bei Dead Island ist man ja immun gegen diese Infektion. Also man kann gebissen werden, aber es passiert nicht viel. Joa. Und da plättet man ja einfach alle Zombies. Du hast einen Zombie-Kill-Score von über 10 Millionen, wenn du das Spiel durchgespielt hast. Oh, Framerate abgestürzt. Oh, das sieht mir sogar gut aus hier oben. Das sieht mir... Ich check erstmal das rechts hier aus, weil das zu ist. Ne, weil den hier findet man das Beste. Die haben so einen Dachboden nochmal oben drauf, glaube ich. Die sind das. Da findet man den das Beste.
Daniel wurde getötet. Der sitzt jetzt schon auf vom PC und schlägt gerade mit seiner Tastatur auf den Bildschirm ein. Das Ding sieht mir ja komplett leer aus. Was soll denn die Aktion? Okay, das ist gut groß. Da wird was drin sein. Da bin ich mir ziemlich sicher. Die Fenster sehen immer aus, als wenn da wer hinter steht. Wenn man von hier guckt, sieht das aus, wenn hinter den Fenstern immer wer steht. Da zum Beispiel. Hä? Das sieht aus, wenn da irgendwie ein Computer ist oder so. Und ist das so? Ja, das ist so ein Ding. Hier findet man richtig gute Sachen. Oh, komm schon, Spiel. Enttäusch mich jetzt nicht, enttäusch mich jetzt nicht, enttäusch mich jetzt. Wahrscheinlich sitzt hier jetzt oben einer. Bam, 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 weg bin ich. Ich denke mal, hier drinnen kann ich erstmal aufstehen. Ich kann mal umschauen. Ein Holzstapel. Boah, toll. Holz. Armbrust. Jetzt du Tunnelwelt, verpiss dich, du scheiß Hatchet. Mach, dass du aus meinem Inventar verschwindest. Weg da, hau ab jetzt. Ist jetzt weg. So ab. Hau ab, du Vogel. Geht doch so jetzt. Klack. Ja, na komm. Kompressionsarm. Ne, eine Kompositionsarmbrust. Ja, ja. Jetzt checken wir nochmal das hier oben aus. So hoffen wir nach ein paar Stahlbolzen oder so. Vielleicht sogar einer schallgedämpften Waffe. Da liegt noch ein Hatchet. Liegt hier noch was hinter? Ja, hier liegt ja auch noch ein bisschen was. Hier haben sie sich nochmal einen gebrannt, bevor die Welt untergegangen ist. Okay, kann ich verstehen. Liegt da drüben noch ein Holzstapel? Das da oben kann ich nicht genau sehen. Vielleicht ein größerer Rucksack wäre jetzt cool. Feuer und leere Büchsen. Boah, lauf jetzt nicht so schnell runter. Rios bringing the heat. Das fangen die auch noch an zu singen. Jetzt mache ich mich total zu sau. Oh nein. Ich hatte gestern ja auch schön Besuch gehabt. Haben wir gut gefeiert. Eine Runde Slender auf meinem großen Fernseher gespielt. Toll. Dann hatten wir noch vor Amnesia zu spielen, aber irgendwie wurde daraus dann nicht. Ja. Hier liegt wieder Holz. Machen wir Holz. Nee. Holz, 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 Holz. Ich glaube nicht. Liegt hier. Nur Nippes. Nur Nippes. Ich glaub's nicht. Ich suche vernünftige Sachen und finde nicht Nippes. Obwohl, ich habe eine Armbrust in der Kralle. Nippes ist halt ja nicht gerade. Diesmal ganz angenehm, würde ich sagen. Kann man sich zur Not mal ein bisschen durch die Scheiße kämpfen. Und ich glaube sogar, die ist One-Hit. Ich muss noch da raus. Heißt nicht, dass wir gleich unverwundbar sind mit der Armbrust. Ich werde trotzdem noch genauso pussymäßig vorgehen. Vielleicht mal ein Zombie, der einzeln hier rumwatschelt, damit absnipen, weil man kann die Bolzen sich ja immer wiederholen, also immer zum Wiedergebrauch verwenden. Das ist definitiv extrem nützlich. Man muss nur treffen. Ich weiß gar nicht, verzieht die Armbrust? Also muss man bei der Armbrust eigentlich höher visieren, wenn das Ziel weiter weg ist? Könntet ihr mir ja mal antworten. Ich stelle hier so viele Fragen, ey, das ist wie so eine Frage- und Antwortsendung mittlerweile geworden. Geht dat? Wo bin ich? Wie geht dat? Kann man damit und muss man dazu und was ist, wenn ich dazu mache und wenn ich dazu hier gemacht habe, wie Marie da wieder weg? Maulstapel, haben die zu viel Holz gesammelt oder was? Haben wir noch Häuser gebaut hier, bevor die Welt untergegangen ist? Ne. Ne Winchester.
1866. 15 Schuss 1866. Das ist ein Magazin mit der Winchester. Die ist laut. Soll ich versuchen, die in den Rucksack zu packen? So, wenn der jetzt wieder weg ist, ist sie wieder weg. Ich würde sie gerne mitnehmen. Ich weiß nicht, ob es geht. Nein, es geht nicht. Ich hasse die. Guckt euch das an. Wenn man das in den Rucksack packen will, dann ist es einfach weg. Warum? Ich nehme das jetzt einfach mal mit. Die 1866er Kugeln, falls ich noch eine finde. Eine Winchester ist in dem Spiel spaßeshalber. Ich weiß nicht, warum. Eine Schrotflinte. Da liegen Dosen. Ich glaube, da Energie gibt nichts mehr. Da liegt auch nichts mehr. Mann, das ist irgendwie scheiße gemacht mit dem Rucksack. Weil wenn der einfach zu klein ist, dann könnte doch einmal stehen, du hast nicht genug Platz in deinem Rucksack. Warum musst du denn immer gleich verschwinden? Da liegt doch ein Heatpack. Das ist doch irgendwie scheiße, dass man erst einen großen Rucksack finden muss. Hm, das sieht mir sehr nach Heatpack aus. Und dann kommt immer die Schweinerie oder was hat das? Ja, das ist ein Heatpack. So zum Wärmen benutzt, bei in der Nacht, glaube ich, wenn es kalt wird. Dann kann man sich da einmal ans Feuer hocken oder du backst dir ein Heatpack. Schmeißt dann deinen mitgebrachten Elektroofen, machst den an und dann ist das, kocht das Ding. Das ist ein Heatpack.